Hallo liebe Fairplayed-Community, mein Name ist Konrad Scheibner und ich übernehme heute die Instagram-Seite und zeige euch mal ein bisschen was zu meinem Sport und zu meinem aktuell laufenden Projekt. Zunächst kurz was zu meinem Sport. Ich habe ja gesagt, ich bin Kanute, da gibt es aber auch mehrere Disziplinen. Ich persönlich betreibe Kanu-Rennsport in der Disziplin Kanadier und wie das hier genau aussieht, zeige ich euch jetzt genauer. Ja, hier seht ihr mein Boot und Kanadierfahren heißt, dass ich beim Paddeln knie. Wie das genau aussieht, zeige ich euch gleich. Hier ist noch mein Stechpaddel und mein Warmmachpaddel. Und so sieht das Boot hinten aus. Mein linkes Knie befindet sich hier in dieser Knieschale. Mein rechter Fuß ist dann hier vorne auf dem vorderen Teil des Strecks. Das heißt, ich mache so eine kniende Ausfallschrittposition und nutze dann mein Stechpaddel und setze es immer auf der einen Seite am Boot immer wieder ein, mit jedem Schlag. Jetzt könnte man natürlich denken, fährst du damit nicht im Kreis, gerade auch, weil ich, wie ihr hier sehen könnt, kein Steuer am Boot habe. Aber wir haben die Möglichkeit, über einen Steuerschlag, das heißt ein Verdrehen des Paddels, am Ende des Schlages das Boot gerade auszuhalten und damit dann entsprechend auch zügig voranzukommen. Ja, so viel eingangs erstmal zu meiner Sportart. Jetzt kurz was noch zu mir. Ich betreibe Kanu-Rennsport seit 2004, also 16 Jahre mittlerweile. War meine erste Sportart, die ich ausprobiert habe und seitdem hat der Kanusport mich für sich gewonnen. 2017 bin ich Weltmeister geworden, 2018 und 2019 U23 Doppelweltmeister. Und dieses Jahr hatte ich den Traum, an den Olympischen Spielen in Tokio teilzunehmen, der jetzt zunächst erstmal auf ein Jahr verschoben wurde, aber zum Glück immer noch weiterlebt. Und dafür will ich jetzt weiter ordentlich trainieren und ordentlich Gas geben. Ja, normalerweise wären wir jetzt in unserer heißen Phase der Olympia-Qualifikation. Das heißt, unsere nationalen Qualifikationswettkämpfe wären alle durch. Und wir würden uns jetzt noch auf die Weltcups vorbereiten, wo wir uns dann, oder wo ich mich dann als bestes deutsches Boot durchsetzen müsste, um tatsächlich in Tokio am Start sein zu dürfen. Durch die Corona-Situation sind viele Wettkämpfe abgesagt oder verschoben worden. Wir mussten fluchtartig aus dem Trainingslager abreisen und wissen auch noch gar nicht genau, wie der Rest der Saison aussehen wird. In jedem Fall möchte ich mich aber weiter auf meinen Traum vorbereiten können und habe deswegen das Projekt, was ihr dann in der nächsten Story seht, ins Leben gerufen, um mir ein Paddelergometer zuzulegen, damit ich von zu Hause aus oder von überall unter jeden Bedingungen, egal was noch entschieden wird, paddeln kann. Und da diese Geräte nicht unbedingt günstig sind, hoffe ich natürlich auf möglichst viele Unterstützer, die mir damit Training ermöglichen, um mich weiter auf die Olympischen Spiele vorzubereiten. Also guckt euch das Projekt gerne mal an und schaut auch gerne in den Prämien vorbei. Ihr könnt auch gerne noch Prämienvorschläge dalassen. Nächste Woche gibt es auch noch zwei coole Prämien. Das ist einmal mein Weltmeisterpaddel und dann, ihr seht, viele Haare auf dem Kopf. Momentan haben die Friseure noch geschlossen, aber sobald die wieder auf sind, soll mit meinen Haaren noch was passieren. Und was genau, das dürft ihr dann auch entscheiden. Ja, ich werde euch nachher noch ein bisschen mehr zu meiner Sportart vorstellen, was wir trainieren, wie oft wir trainieren und so ein bisschen, was auch in meiner Karriere bisher passiert ist. Ich mache jetzt aber meine letzte Einheit des Tages heute und ihr könnt bis dahin eure Fragen hier unten mal reinschreiben, dann beantworte ich die nachher gerne noch und bis dahin bin ich jetzt erstmal eine Runde Inlineskaten. Bis dann!
the following votes. 8.